Herzlich willkommen, meine Freunde, zum ersten Video von Resident Evil 4 Remake. Ja. Platin Run. Im Chat unten DJ Johnson und Teddy schon am Start. Liebe euch, Brace. Und Death Counter natürlich auch am Stissel. First Run. Und ich sitze irgendwie schon wieder komisch in der Cam. So, jetzt. Aber eigentlich so egal. Ihr wollt mich ja eigentlich nur leiden sehen. So, wenn man ja ein Stück zurückkriegt. So. Sprachausgabe Deutsch, Anzeigesprache Deutsch, Untertitel aus, Audioausgabegerät TV, nein, Kopfhörer, Priorität der Rechenleistung, Bildrate, Auflösung, Bildrate. Wir spielen auf PS5, Freunde. Und, so hier rumlümmle. Naja, ist eigentlich nur scheißegal. Also Pulsmesser ist natürlich auch am Start, sollten die Eskalation doch mal stärker werden. Bitte Bildrate nehmen. Ist besser für die Aufnahme. Jo. So sehe ich sie gerade noch so. Ah ja. So nebenbei weiter Kisten packen. Das passt. Ja, der gute Jona wird heute umziehen. Wird demnächst umziehen. Hinter Königsbrück. Ich weiß gleich gar nicht, wie das Nest heißt. Ich stimme zu. Also der würde dich wahrscheinlich abholen und dann auch wieder Häme absetzen. Der ist ein guter, auf jeden Fall. Aber in Weixdorf, die haben am Kaufland die Kreditkarten, die Kartenlesgerätefirma. Ja, Weixdorf am Kaufland, ich weiß ja gleich auch nicht, die heißen. Der ist sofort unser Bruder. So, jetzt gehen wir aber rein. Ich werde mal gucken, wie wir in welcher Länge wir die Videos machen. Wahrscheinlich so, dass die haben Outfits. Achso, wir spielen die Deluxe Edition übrigens. Outfits können extra scannert werden. Sie haben ihren Bildschirmfilter erhalten. Sie haben Deluxe Waffen erhalten. Sie können jeder aus der Aufbau. Sie haben Accessoires verlieren. Accessoires können extra. Sie können jetzt die Musik und Soundeffekte des Spiels aber passen. Sie extra sein schon Originalmusik sagen. Leon heißt der Typ. Genau. Das Knacken und Meucheln. Spiel Original. Sie haben erweiterte Schatzkarte erhalten. Sie werden die Karte in der Hauptstory an. Okay. Oh, Bony Shop, siehst du? Ist ja krass. Also wie in den anderen Teilen auch. Mindestens im Modus. Bitte hat es der Schwierigkeitsgrad. Den spielen wir ja noch. Aber jetzt nicht gleich am Anfang. Wir wollen ja für die, also ich kenne es original, ich habe es original auch auf 100% gemacht. Leider gibt es keine Platin-Medaille auf original. Sondern nur Gold. Also wie sehen die hier aus? Muss ja eine Konkurrenz so. Zu Alien bleiben. Ja, keine Sorge, das wird das Spiel schon. Das soll eben der schwersten Platin-Trophies werden. So gut, wir klötzen jetzt hier nicht groß weiter drin herum. Ne? So, Option, Anzeige, HDR, Raytracing. Jona fühlt das. Denn sie sind. Ah ja. Ja, es geht wegen der Capture Card nicht. Beim Zielen weiß, ne, das machen wir mal auf. Genau, grün, zwecks mein Dicht irgendwie, wäre so wie sie aus Rot, logisch. Haarsträhne aus. Hä? Farbraum sRGB. Gut. Okay. Audio. Oder wollt ihr mit Untertiteln haben?
Das lassen wir auch schon mal so, das werden wir dann im Spiel sehen, wie es ist. So, ich denke, da können wir reinstarten, wa? Haben sie in der Liste geklärt? Bitte Bewegungsunschärfe aus und Untertitel an. Ah ja, okay, sie können jetzt extra. Sie können jetzt ja. Ja, stimmt, Bewegungsunschärfe muss aus. Stand ja, das da? Untertitel bitte. Okay. Tipps anzeigen, Schadensanzeige stark, hat Tutorial, Schärfen, ah ja. Ist besser, ja. Wenn du mal wieder viel quatscht. Ja, 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 definitiv. Tutorial, es geht schon los, ich bin jetzt schon wieder komplett lost hier. Ah ja, Untertitel. Deskriptiv zusehen und die Gesprächsinformationen in Textform wiedergeben, ein- und ausschalten. Untertitelgröße, groß, oh, ich würde sagen klein lang zu, wa? Untertitel Hintergrund. Naja. Untertitel Farbe weiß. Ah, lass mal weiß. Anzeige der Sprechernamen. Lass mal an. Farbe der Sprechernamen. Machen wir blau, wa? Untertitelfarbe. Weiß, ja, das lassen wir. Was meinen die mit. Ach so. Nee, mach mal aus. So, gut. Jetzt haben wir es aber, wa? Hauptsache, Extras. Ah ja, Leons Outfit. Oh ja. Leons Accessoire. Okay, das muss man natürlich, oder? Nehmt eine Handkacke als Farbe. Ist ja ein alter Kacke. Bitte Mittel machen. Gut, okay. Teddy mit seinem Gift irgendwie da. Sonnenbrille, setzen wir auf oder keine Sonnenbrille? Was sagt ihr? Immer diese Sonderwünsche hier. Schurke. So Leute, man kann auch Haufen Zeit im Menü verbringen, aber das mache ich natürlich für die, die immer dabei sind, gerne. So, Untertitel Mittel. Für dich immer wieder gern, Teddy. Für dich auch, Jona. Brille, ich bin auch für Brille. Ich liebe Brillen einfach. Sonst starte die Aufnahme nochmal XD. Nee, das lassen wir alles drin. So, Filter. Jetzt also es war's, so ein Brille sportlich. Aber hier die Outfits, die sehen katastrophal aus, oder? Dankeschön. Ah ja, das könnt ihr ja noch überlegen, ob wir was so rumlaufen wollen. Ich glaube, so ein Run, das machen wir Veteran, rennen wir so rum. Leger geht ein COH. So. Für jene, die Resident Evil 4 2005 nicht gespielt haben, beim Game Over kann der Spielmodus zu assistiert gewechselt werden. Für jene, die Resident Evil 2005 gespielt und Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, Gegner sind stärker und Herausforderungen schwieriger. Höhere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Na, das feiere ich schon. Für jene, die wenig Erfahrung mit Actionspielen haben. Zielhilfe ist aktiviert, kann über also Option der Veteran. Höhere Ausbeute beim Herstellen von Munition, teilweise Auto Gesundheit. Ich mach's nur noch mal, dass ihr es jetzt seht. Na, no, das deswegen habt ihr auch gesagt, bleibt im Video drinne. Sonst klappt mir das erkennen. Obacht! Obacht! 52 Stunden, 100% Original, also das ist das Remaster. Ne? Das gab es ja Remaster. Resi 4 wurde ja sich mal aufgelegt, bevor es Remake kam. So, gab es keine Platin, ihr seht 100%. Und dass ich mich nicht blamiere hier.
spielen wir natürlich den Trümmerbruch direkt auf Veteran. Ihr seid eine Sau. Ja, wurde angewendet. Sie können die Karten nun sehen. Frau Stecke. Oh, er freut sich. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training. Dominiert er nicht auch so? Fast. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Hier seht ihr Jona mit langen Haaren. Und als Polizist. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich listiger sein, ne? Der Befehl kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Ist der Spielesound laut genug, Leute? Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, muss ja bei Game hochstellen. Bin auch hoch. Bin gleich zurück. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. So Leute, jetzt könnt ihr gleich wieder mein Kackface sehen. Sound laut genug?
die so sterben, die pissen. Sagst du jetzt schon. Kapitel 1. Erstmal zurückgehen. Freunde. Schultern, sagen wir, kaum gemütlich rum. Okay. Ich weiß noch nie, ob wir die Videos kapitelmäßig machen. Das könnte aber ein bisschen lang werden. Oder wie wir das... Ah ja, Kreis ist ducken. Wie ist eine schnelle Drehung? Gibt es gar keine 180 Grad Drehung? Das finden wir schon noch raus. Wird uns das Spiel ja wohl sagen, nehme ich an. Yo, Bro, was geht? Was liegst du hier rum? Achso, Jonah, soll ich... Ich bin am überlegen, ob ich auf der Thumbnail diesmal meine Fresse weglasse. Bei YouTube könnt ihr ja dann gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Wie ist der denn gegangen? Oh nein! Lecker, lecker wie beim Zuckerbäcker. Ich kann auf jeden Fall noch keine Waffe ziehen. Das hat so Resi 8 Vibes gerade hier. Aber natürlich ist. Ach so, Leute. Wieso, wo ist mein Trophy-Counter eigentlich hin? So hat sie den ausgeblendet. Mein Dev-Counter und alles, okay. Werden wir versuchen, das auf Platin zu machen. Wollt ihr den Platin-Run sehen, dann müsst ihr mir bei Twitch reinfolgen, weil das wird auf Twitch passieren. Da werde ich wahrscheinlich keine Videos auf YouTube hochladen. Das ist only Story, wird hier hochgeladen. Die Let's Plays. Ja. Ich gebe euch auch gerne Tipps, ich beantworte eure Fragen, wie auch immer. Ja. Alles kein Problem. Ja. Und sonst, wie gesagt, ich versuche zeitnah die Videos auch alle hochzuladen auf YouTube. Jemand zu Hause? Nehmen. Ob wir 30, 40 Minuten Videos machen, ob wir die kapitelmäßig machen. Ihr könnt auch gern in die Kommentare schreiben, wie ihr das selber feiert. Ob ein Stundenvideo zu lang ist, whatever. Ja. Zumal ich noch nicht weiß, wie ich auf Veteran durchkomme. Ah ja, ist das so? Primitiver Talisman, das Urteil naht. Okay. Aber Resi 2 jetzt erst platiniert, Resi 3, also die Remakes platiniert. Wenn ich das jetzt nie auf Dings spielen würde, Veteran, ich glaube, dann würdet ihr ja gefeixen. So reinplatze. Hast du auch einen Polizier? Wie nur aquí? Wenn natürlich an der Stelle im Spiel öfters scheitert, dann werden die Videos auch länger, logisch, ne? So sehe ich auch mal aus nach einer Suffnacht. Das gefällt mir nicht. Also ich verstehe, was die sagen auf Spanisch. Was ist denn da? Hast du gerade ein Upgrade in deinem Neuralink durchgeführt oder warum kannst du immer Spanisch? Boah, wie das riecht. Lernst du denn die Französisch nebenbei eigentlich? Lecker, lecker wie beim Zuckerbäcker.
Ah ja, die Krabbe. Oh, es piept Backofen. Ich muss bloß mal fix Backofen ausmachen. Ich tue das Video nicht pausieren. Ich quatsche euch natürlich weiter voll. So. Tütüt. Tütüt. So. Halt's Maul. Gut. Warte mal, ausmachen hat sie gesagt, aber nie aufmachen. Okay. So. Alexa, stell den Timer auf 21.45 Uhr. Wenn Sie einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position, Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt. Okay. Ah ja. Schlüssel der Jagdhütte, der Schlüssel zum Keller der Jagdhütte. Oh, wir müssen in den Keller. In Darkroom. Ah ja. Ich kann sagen, wieso kann der das alles schon klar? Das ist ja hier schon quasi. Der Leon ist ja hier auch schon Veteran. Missionsbeschreibung, Einsatzziel. Entführte Person finden und Sicherheit bringen. Subjekt Ashley Graham, Alter 20. Das war was für DJ Jones. Tochter des Präsidenten, Studentin, äußeres Erscheinungsbild, siehe Foto. Oh, hier was, Hintergrund. Der Kontakt zum Subjekt brach unvermittelt ab, als sie sich von der Uni auf den Nachhauseweg befand. Kurz darauf wurde das Subjekt zusammen mit seinen Bodyguards alles Ex-Militärs als vermisst gemeldet. Weitere Untersuchungen führten zu dem Schluss, dass das Subjekt von einer organisierten Gruppe entführt wurde. Daraufhin ein Team einberufen wurde. Unser Nachrichtendienst hat mehrere Sichtungen des Subjekts in einem abgelegenen Dorf in einer Bergregion in Europa bestätigt. Ein Agent wurde mit der Aufgabe betraut. Zusätzliche Information: Es konnte bestätigt werden, dass die Täter Hilfe von einem Insider hatten. Um Leaks zu vermeiden, bleibt diese Option streng vertraulich. Die lokale Polizei wurde ins Boot geholt und ist unterstützend tätig. Ah, Funkgerät haben wir. Alles klar. Lass mal, ich habe schon jemanden in Aussicht. Ellie. Ah ja, nur Pistol. Pistol ist am Start. Wieso kann ich ja keine schnelle Drehung? Ja, das finden wir schon noch aus. Das ist ein Rind. Und da wir in dem spanischen Dorf sind. Hängt an der Decke Serrano-Schinken, oder? Ne, ist hier auf jeden Fall Knochen her. Hängt hier eine Kockschlaufe. Oder mein Jado direkt durchfassen auf jeden Fall. Ja. Hello again. Ich bin Leon und möchte Sie heute noch sehen. Denn kommt. Okay. Sehe ich so? Ah ja. Fluchtweg. Kartenlegende. Huch. Ah ja. Zieler, Zwischenziel. Schatz, verschlossener Schatz. Schatz, erweiterte Karte. Ah ja, wahrscheinlich ist es doch. You can spell Spain without pain. Anscheinend funktioniert. Ding schon wieder nicht. Sind die Lippen von Leon synchron, weil ich hier ein Delay drin habe? Was? Eine Aufbewahrung? Soll die an die Schreibmaschinenmenü gesendet werden? Kann aber auch am Handy liegen. Bewegen? Sortieren? Ich will das Ding eigentlich ausrüsten.
Ah ja. Was war das? Kunde! Tja, direkt nach Schnellspray verbraucht, geil. Und nur noch 5 Schüsse in der Knarre. Willkommen im Veteran, Mann. Huh. Warte mal, der hört mich doch so nicht. Oh, das war's weh. Hilfe. Schnell weg hier, Mann. Die wollten Schwänze kreuzen, die Hunde. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Ich brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Hannigan! Ich muss los. Melde mich. Ich find selbst raus. Wieso sprichst du schon wieder mal? Der Typ auch. Hallo. Hi, ich bin der RMX. Wer bist du? Solche Kunden, ey. Er merkt, mein Puls ist heute schon auf jeden Fall bei Resi. Zum See gehen. Ah ja. Nie auf Braunsächer oder Sitsch, wie ihr das sonst kennt. Oh, mein Messer ist fast kaputt. So ein Scheiß. Jetzt fahren wir übern See, übern See. Jetzt fahren wir übern See. Ich hab wohl glatt geschossen. Ah ja. Wenn dir dann erst einfällt, dass du ja eigentlich vorne genug Munition auf Veteran hast. Na klar. Na klar. Na klar. Scheiße. Aber im Original haben die immer Loot fallen lassen. So, können wir Aufbewahrung, wurde ein Deluxe-Waffe hinzugefügt. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen, beziehungsweise sie wieder dort zu entnehmen. Naja, alles klar. Okay, Skyshaker. Eine Flinte mit abgesägten Schaft und läuft. Die kompakte Größe dafür. Ah ja, die nehmen wir da mit. Sentinel 9! Ein spezieller. Die Bekämpfung von Bioterrorismus modifizierter Waffe. Ihre Genauigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einem verlässlichen Begleiter. Nehmen wir natürlich mit.
Oh, was ist das hier? Ach nee. Ach, das war's. Alles klar. Stimmt, hier muss man ja auch noch Inventar-Management betreiben. Wie viele Speicherplätze haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Alles klar. Ja. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Video. Ich würde sagen, das war gut als Intro. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. DevCounter ist noch nie auf 1 hochgegangen. Wir werden sehen, wie sich das in dem nächsten Video verhält. Oder vielleicht schon bei 10 steht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich danke natürlich wie immer den treuesten aller Treuen, DJ Johnson und Teddy. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace, peace, euer Amex.